Hey ho Leute, in der letzten Folge habe ich euch ja das Monster Control Deck vorgestellt und wir haben ein paar richtig lustige Duelle gehabt. Die hatten aber noch nicht das komplette Potenzial dieses Decks. Deshalb spielen wir doch einfach mal ein paar Folgen weiter. So, da wären wir auch schon. Jetzt heißt es wieder Monster gegen Monster. Okay, so auf den ersten Blick sieht das ja eigentlich ganz gut aus. Der Nebling muss wieder auf jeden Fall weg. Wir haben Geralt auf der Hand, dann einen Waldschrat. Haben wir jetzt auch einen Nebel? Nee, Nebel haben wir leider nicht. Azurs Donner können wir auch austauschen. Ah, Frost habe ich gesucht. Nee, nicht Frost, sondern nicht Regen. Nebel, das habe ich gesucht. Das wäre jetzt cool, hätten wir das. Wir könnten noch eine Karte ersetzen. Und das wird Regen sein. So. Okay, mal gucken, was der große Manitou denn so für uns vorgesehen hat. Okay. Wie gehen wir da am besten vor? Das Blöde ist, es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass ziemlich viel auf der anderen Seite genauso aussehen wird. Dass, wenn ich den Nebel ausspiele, wir Neblinge bekommen, aber auch der Gegner. Und das ist dann halt nie so lustig, ne? Aber damit könnten wir schon mal die Sache für uns entscheiden. Jedenfalls in der ersten Runde. Okay, dann machen wir das doch. So, tada! Und er hat auch welche bekommen, wie vermutet. Aber er hat nur zwei, das heißt, er hat einen Nebling auf der Hand. Hat noch den Man gespielt. Ist aber überhaupt kein Problem für uns. Denn das habe ich ja schon vorausgesehen. Und deswegen ballern wir den hier einfach mal weg. So, da hat er auch die olle Kuh. Was auch kein Problem ist. Denn da haben wir auch ein Mittel dagegen. Jetzt, da die Kuh weg ist, kotzt quasi die Kuh so einen Short aus. Der ist natürlich um einiges stärker als, ja, so eine olle Kuh. So. Wir könnten, Leute. Und wir werden jetzt so einen Nebling spielen. Wenn wir schon mal. Wir könnten den hier auch einfach auslöschen und uns die Neblinge aufsparen. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, die auch gar nicht so arg dämlich wäre. Ja, machen wir das. Denn die Sache ist, in der nächsten Runde könnte es sein, dass dieser Chort übrig bleibt, denn die Monster-Fraktion, die hat ja nämlich den Effekt, dass eine zufällige Karte auf dem Feld zurückbleibt. Und das war in den letzten Spielen halt ziemlich oft der Chort. Das war dann nicht so toll. So, wir beenden den Zug. Und hoffen einfach mal, dass er nicht mehr die krasseste Scheiße spielt. Viel mehr jetzt zu machen ist gar nicht so gut.
Welche letzten Worte? Okay. Okay, damit entscheidet er die Sache erstmal für sich. Und wir haben Pech. Und er auch. Also bleibt gar nichts übrig im Großen und Ganzen. Okay, der hat ja diesen einen Golem gehabt und der hat diese 1-1er hier ausgekotzt. Und wir haben auch hier Pech im Zug. Leider haben wir keinen Nebel gezogen. Okay. Wir versuchen das erstmal auf diese Methode hier. Und machen erstmal das. Buffen unsere Kreatur. Und töten seine. Das Ding ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwelche Belagerungskreaturen ausspielt. Und das ist halt dann extrem Pech für uns. Aber wir werden uns das Wasserweib trotzdem aufsparen. Vielleicht macht er das ja doch. Die Neblinge, die möchte ich mir dann doch aufheben, falls die letzte Karte dann eine Nebelkarte ist. Eine können wir aber spielen. Vorsicht halber. Meine zwei reichen auch für die nächste Runde. Nein! Nicht gut. Nein. Okay. Geralt, mach das. Da hat er eiskalt unsere Kreaturen vernichtet. Und da hat er seinen Man verstärkt. Wisst ihr, was beschissen wäre, wenn der Gegner jetzt auch noch Zucht hätte? Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er das hat. Ich mache ihm ein bisschen Angst und spiele wieder so ein Liebling. Jetzt hat der Gegner auf jeden Fall die Vermutung, dass wir einen Nebel haben. Den haben wir aber nicht. Wenn wir Glück haben, spielt der Gegner irgendwie eine Belagerungseinheit, die wir schwächen können. Damit sich das lohnt. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt erstmal diese Hiese zu buffen. Und dann den Frost zu spielen, um die hier zu schwächen. Und die Karten müssen wir uns dann für die letzte Runde aufheben. Falls er jetzt irgendwie es beenden möchte. Also sieht schon wirklich gut aus, dass wir die zweite Runde für uns entscheiden. Aber was bleibt dann in der letzten Runde? Oh, er passt. Das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Aber wir spielen das Wasservibe.
Okay, haben dann dementsprechend mehr als er. Und passen die Sache. Okay, Leute, jetzt kommt es drauf an, was wir ziehen. Und das Wasser weit bleibt. Vollkommen okay. Wir haben halt richtig Pech. Das ist aber jedoch gut. Wir können jetzt Sachen machen. Und zwar spielen wir erstmal den Nebling. Na super, er hat doch so eine Einheit. Haben wir ein Pech? Haben wir ein Pech? Na gut, spielen wir den Man. Zurzeit sieht es jetzt noch wirklich gut für ihn aus. Okay. Finde ich nicht cool. Spielen wir halt den. Es gibt kein Entkommen. Okay. Jetzt kommt es darauf an, was er hat. Und was hat er? Das Horn bestimmt, oder? Nee, Donnertrank. Damit reicht es trotzdem nicht und wir haben die Sache für uns entschieden. Knappe Geschichte, Leute, aber so ist das in Gwent. Knappe, knappe Geschichte. Puh. Puh, puh, puh. Ein gutes Spiel, mein Freund. Gutes Spiel. Heftig. Okay, gucken wir mal, was wir bekommen. Oh, wir erreichen ein Fragezeichen und wir bekommen 15 Erz. Nee, insgesamt sind es 20 Erz. War sehr gut. Okay, cool, Leute. Machen wir doch noch eins. Zur Feier des Tages. Springen wir direkt mal rein. Da wären wir auch schon. Wir kämpfen gegen Volltest. War schon mal sehr gut. Da haben wir schon wieder so einen ollen Nebling. Den müssen wir immer wieder weghauen. Okay, dann hauen wir noch einen von den Reitern weg. Der Regen ist gegen Volltest wirklich gut. Deswegen behalten wir den. Und hauen dafür einen Soldaten der wilden Jagd weg. Dafür haben wir jetzt den Eisriesen. Den wir aber leider nicht mit Frost kombinieren können, da wir keinen haben. Also werden wir jetzt wohl oder übel Sachen machen müssen. Mit dem Waldschrat. Aber erstmal spielen wir Tick, Trick und Track aus. Los jetzt! Also damit kommt er auch um die Ecke. Okay. So willst du also spielen. Wir müssen den Waldschrat gar nicht spielen. Und zwar spielen wir erstmal einen Nebling aus. Der Gegner passt. Der weiß genau, was ihn erwartet. Und die erste Runde geht an uns. Das Doofe ist, er hat jetzt eine Karte mehr als wir. Glücklicherweise ist das jetzt nicht so schlimm, denn wir behalten eine. Und haben jetzt Frost nachgezogen und noch eine legendäre. Das sind schon mal sehr gute Aussichten auf Erfolg. Und dadurch, dass er jetzt auf dem Feld geblieben ist, der Gute, können wir ihn mit unserem Waldschrat buffen. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Das werden wir direkt auch tun. Und bam. Also wir erzeugen Nebel.
beschweren noch diese Wölfe und unsere ganzen Lieblinge kommen. So, das sieht doch schon mal sehr, sehr gut für uns aus. Jetzt noch einen Nebling. Wenn er seinen Effekt ausgelöst hat, beschwört er zwar noch einen. Er hat dann zwei, aber seine Kopie hat dann eins. Von daher sieht das schon mal auch sehr gut aus. Wir werden das aber zunichte machen. Und zwar löschen wir die aus, bevor er die beschwören kann. Auch wenn die nur 1-1 haben, ist egal. Damit konnten wir unsere eigene Kreatur wenigstens buffen. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben auch Regen am Start. Den spannen wir uns dann bis zum Schluss auf und überraschen ihn. Überraschung! Regen! Spielen wir. Die Sachen doch mal aus. Es gibt keine. Jawohl. Jetzt haben wir auch noch Frost in der Reihe. Kotzen auch diese Diener der wilden Jagd aus. Und können dann die hier auch wegballern. Dann haben sie mich nicht vergessen. Es ist schön. Das ist schön. Finde ich auch schön. Widerstand ist so, hauen wir weg. Damit haben wir 59. Das Doofe ist, er könnte eine Karte haben, die komplett diese ganzen Sachen zunichte macht. Könnte. Muss aber nicht zwingend so sein. Mit Regen werden wir ihn am Ende komplett überraschen. Freue ich mich schon drauf. Okay, die ist jetzt nicht so. Kommen wir doch erstmal mit Eredin um die Ecke. Zerschmettert das Gewürm! Okay, der baut die ganze Balliste auf. Der rechnet jetzt sicherlich nicht mit Regen. Vielleicht hat er auch noch eine Wetterkarte. Das wollen wir da auf jeden Fall nicht riskieren. Die hebt er sich aber komplett zum Schluss auf. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, irgendein Effekt wurde ausgelöst. Ah, der hat ja die ganzen Balliste aufgebaut. Und dadurch konnte er den Schaden jetzt verteilen. Interessant. Das ist eine coole Strategie. Richtig coole Strategie. Wir löschen einfach mal die hier erstmal aus. Einfach nur, weil wir es können. Oder wir spielen erst noch einmal Frost. Wir könnten eigentlich auch noch einmal Nebel spielen. Ne, wir löschen erstmal die hier aus. Wir hätten auch einen dieser Katapulte vernichten können. Mit Vergnügen. Aha. Aha. Okay, jetzt ist es umso wichtiger. Jetzt ist es umso wichtiger, dass wir den Regen ausspielen. Jetzt erstmal Frost. Du bist verletzt? Schon wieder? Was willst du von mir? Jetzt holt er erstmal die ganzen Tippis wieder. Jetzt machen wir nochmal einen Nebeleffekt. Das Gute ist,
Unsere Neblinge werden dadurch gebracht. Du Spaten, ich hab's dir gesagt. Okay. Der haut auf jeden Fall raus. Das Doofe ist, er könnte jetzt irgendwie irgendwas haben, was das komplette Ruder zurückreißt. Aber gucken wir erstmal. Wir müssen es ausspielen, wir haben keine Wahl. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert. Sehr, sehr gespannt. Da wird nicht gebarmt. Also wir haben hier sehr fleißig rausgehauen. Also die letzte Karte entscheidet. Dafür sorgen meine Jungs schon. Ui, da konnte das nicht reißen, Leute. Da konnte das nicht reißen. Wir gewinnen mit 94 Punkten. Sogar noch mehr? Ne, 94. Jawohl, da haben wir das Board ziemlich voll gekriegt. Natürlich hätte man da immer noch rumreißen können. Wäre aber doch schwierig geworden. Doch wirklich sehr schwierig. Ah, gutes Spiel, mein Guter. Gutes Spiel. So, da erreichen wir das nächste. Fragezeichen, bekommen 5 Erz und 15 Crabs. Da haben wir es fast geschafft und erreichen Stufe 8. Das ist schon mal cool. Es geht dann doch ziemlich schnell vorbei. Voran, nicht vorbei. Okay, Leute, das soll es zur zweiten Folge gewesen sein vom Monster Control Deck. Es werden auf jeden Fall noch einige folgen, denn das Deck macht mir jetzt schon ziemlich Spaß. Ich habe hier irgendwo, warte, Moment, so oder so, ich weiß es nicht mehr genau, zwei Videos verlinkt. Einmal ist das Tutorial zu Gwent, wenn ihr also euch damit noch nicht so viel auseinandergesetzt habt. Guckt euch einfach das Tutorial nochmal an, es ist kurz und knackig. Und dann guckt euch einfach mal die weiteren Folgen an. Das andere ist zum ersten Monster Control Guide. Da erkläre ich das Deck, wie es funktioniert und welche Taktik und Kombinationsmöglichkeiten das gibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.